Genau, hier bin ich richtig. Aber eben sonst keine Spur im Schnee zu sehen. Von daher ist es etwas mühsam gewesen, sich hier zu orientieren. Na du. Ja Leute, also es ist erschreckend, wie wenig frequentiert hier dieser Katzenpfad im Winter ist, wenn da Schnee liegt. Also wirklich nur eine einzige Person getroffen und der war, glaube ich, gar nicht wandern, der war einfach nur in der Nähe einer Ortschaft ein bisschen rumlaufen, so wie es aussah. Jetzt muss ich aufpassen, hier geht's rechts. Jawohl. Also da könnte man hier einen Herzinfarkt, Schlaganfall, sonst was bekommen, umknicken, sich einen Fuß brechen, irgendwas. Ich glaube, dann würde man am selben Tag gar nicht mehr gefunden werden in den letzten paar Stunden, wo es noch hell ist. Servus Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Schwarzwald. Ich bin in Hart gestartet, eine kleine Gemeinde bei Rottweil, gehört zu Rottweil in der Nähe von Schramberg im mittleren Schwarzwald. Wie ihr seht, es hat hier in den letzten Tagen ein klein wenig geschneit.
Es geht hier auf einem schönen Pfad durch den Wald. Ich bin hier auf dem Katzenpfad unterwegs. Eine ausgezeichnete, prämierte Rundwanderung über etwa 12 Kilometer. Startet an einer Straße in Hart. Ist gut beschildert, soll gut beschildert sein. Schauen wir mal, ich wollte erst die Turbo Edition laufen vom Katzenpfad. Die wäre aber etwa 4 Kilometer länger als die normale, gewöhnliche. Hat natürlich dann auch noch mehr Höhenmeter. So die Strecke, wie ich sie jetzt laufe, hat etwa 600 Höhenmeter circa. Werde natürlich hier nicht besonders schnell gehen können mit diesen ganzen Wurzeln, die dann schneebedeckt sind. Doch etwas mehr Schnee, als man vielleicht jetzt so vermutet hat. Sind zwar nur wenige Zentimeter, vielleicht 5 bis 10, also mehr wie 10 Zentimeter, wird es wohl nirgends haben. Die Sicht ist etwas vernebelt, wie man sieht. Man kommt hier auch an zwei schönen alten Ruinen vorbei. Da führt der Katzenpfad durch. Schauen wir mal, wie es jetzt hier im weiteren Verlauf aussieht. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und mich hier virtuell begleitet in dieser leicht eingeschneiten Landschaft. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und aktuell hat es etwa minus 1,5 Grad. Also richtig schön passend für den Dezember. Es flöckelt ganz minimal, aber wirklich nur dezent. Weiter unten im Tal, da regnet es etwas. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die weiteren Kilometer hier bei dieser Tour hier auf dem Katzenpfad. Wird bestimmt lustig, aber ich werde sicherlich deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen müssen aufgrund des schneebedeckten Untergrundes hier. Sehr viele Pfade, auf denen man laufen darf. Und natürlich auch ja, eine schöne Winterlandschaft. In der Nähe sägt noch jemand gerade. Wird ordentlich Holz gesägt. Und so liebe ich das, außer mir sonst überhaupt keine Spur im Schnee. Also hier vor mir alles unberührt, der Boden. Und dann sieht man vielleicht mal ein paar Tierspuren, Hase, Reh oder ja, vielleicht ein paar Wildsauen, die hier unterwegs waren. Aber sicherlich sind auch viele Tiere im Winterschlaf. Und so bin ich jetzt hier ganz alleine mal wieder auf weiter Flur unterwegs. Richtig schön. Alles so schön herrlich eingezuckert. Aha. Schöner kleiner Brunnen hier an der Hütte. Der schönste Ort der Welt, wie es hier heißt. So, der Katzenpfad, der wird wohl hier rechts weitergehen, wie ich dem Schild nach zu urteilen kann. Okay, bis zur Ruine Rammstein noch 1,2 Kilometer. Ja, vielleicht kennen manche Leute hier diese Stelle mit dieser Hütte aus einem anderen YouTube-Video vom Rich. Wer den Kanal kennt, hat bestimmt das gesehen. Da lag allerdings noch kein Schnee. Da war er mit vier anderen Leuten und einem Hund unterwegs, erst vor kurzem. Und jetzt war ich doch erstaunt, dass der Weg hier direkt quasi vorbeiführt, der Katzenpfad. Also Leute, die seinen Kanal kennen, den kommt die Stelle jetzt wahrscheinlich bekannt vor. Der hat sich da letztes Mal unterhalten mit dem Besitzer von der Hütte. Aber wirklich
Sehr schön hier abgelegen, ruhig die Stelle. Ah, ganz leichte Flöcklein hier, die runterkommen. Jetzt mal wieder zur Abwechslung auf einem breiten Weg. Ja, ich denke, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, heute die normale Variante zu gehen und nicht die um 4 Kilometer längere Turbo Edition. Es wird so schon recht anspruchsvoll. Hier ist jetzt die Schneehöhe vielleicht nur einen knappen Zentimeter hoch auf diesem Weg. Aber es ist eben doch an vielen Stellen sehr rutschig und gefährlich, gerade wenn man dann über Wurzeln geht. Sonst hat man ja eher das Problem im Herbst, dass man über glitschiges Laub läuft. Aber das hat man heute dafür nicht. Umso anspruchsvoller hier der Untergrund und auch deutlich gefährlicher zum Begehen. Von daher bin ich auch froh, dass ich mich schön warm angezogen habe. Handschuhe, Mütze und so weiter, Schal, dann passt das. So, jetzt scheine ich hier unterhalb der Ruine Berneck unterwegs zu sein. Gerade die Schramberger Ecke hier ist ja sehr bekannt dafür, dass es hier viele Ruinen gibt. Und an 2 komme ich ja heute vorbei. Einmal schon toll, dieser Blick hier hoch auf dieses Felsmassiv. Ah, okay, hier scheint es jetzt doch rüber zu gehen. Hier sehe ich das Katzenpfad-Logo. Aber so scheint es doch recht gut beschildert zu sein. Überall diese schwarz-weißen Logos. Obgleich hier die Schneehöhe jetzt ein bisschen zugenommen hat, hätte ich schon fast die Gamaschen mitnehmen können, um ein bisschen, ja, die Schuhe und die Hose unten zu schützen. Aber wenn es nicht viel mehr Schnee wird, dann müsste es eigentlich hinhauen. Herrlich, diese Winterlandschaft hier. Und wirklich hoch bin ich ja nicht. Also in dieser Höhenlage hier schon ein bisschen Schnee. Das hat doch was. Ja, Leute, bin jetzt dann scheinbar doch an diesem Schild geradeaus gelaufen, anstatt hier ein bisschen links aufwärts, wo es normal gegangen wäre. Das war jetzt nicht so ganz ersichtlich, aufgrund dessen, dass hier natürlich auch Schnee liegt. Nicht ganz so einfach zu begehen. So, also dann müsste es jetzt links hochgehen. Relativ steil. Genau, hier bin ich richtig. Aber eben sonst keine Spur im Schnee zu sehen. Von daher ist es etwas mühsam gewesen, sich hier zu orientieren. Alles noch mal gut gegangen. Hier kann man jetzt den Weg ein bisschen besser erkennen. Dieser steile Pfad. Richtig abenteuerlich. Ja, wo es runter geht, muss es natürlich auch wieder hochgehen.
Ganz schön heftig. Und schon bin ich hier deutlich höher wie unten an der Straße. Sehr schön. Hat es hier die letzten Tage doch ganz schön geschneit. Dann kann es nicht mehr weit sein bis zur Burgruine Berneck. Die Aussicht. Ja, der Hund zeigt ganz klar, wer der Herr im Hause ist. Dass ich ja nicht zu nahe ans Haus rankomme. Bin erst vorbeigelaufen am Gebäude und erst 20 Meter später hat er angefangen zu bellen. Da habe ich gemerkt, aha, da ist ja noch wer. Aber er beruhigt sich schon wieder. Doch schön anzusehen, immer diese einzelnen Bauernhäuser hier verstreut in dieser ja, leicht eingezuckerten Landschaft hier, ganz leicht verschneit. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so erkennen kann. Und ganz da hinten schon wieder so ein bisschen aufziehender Nebel. Ja, da hinten sieht man noch so die Stromleitungen über der Baumgrenze rausragen.
Da noch ein Windrad. Bis zur Ruine Rammstein, von der ich jetzt hergekommen bin. Das waren wahrscheinlich nur so Überreste. Also eine richtige Ruine habe ich da nicht erkennen können. Sind es jetzt 1,4 Kilometer wieder zurück in diese Richtung. Und nach Remsbach in diese Richtung auf dem Katzenpfad 2 Kilometer. Rammsteiner Höhe 1,8. Ja, und die gesamte Runde hat ja so etwa 12 Kilometer Länge hier auf dem Rundkurs. So wie ich es jetzt verfolgen kann, laufe ich meistens auf der gelben Raute. Und eine wahnsinnige Ruhe hier wieder mal im Wald. Nur das Knirschen meiner Schuhe im Schnee. Und in der Ferne läutet eine Kirche, die Mittagsglocken. Thank you.
But it's so much harder than it sounds. I know it's closing if I just stand still. Cause you won't wait forever, so just hear me out. It is not like I don't want you, just scared to try. Even if the odds are in my favor, I just need more time. So if you wait just a little bit longer, I will treat you right. Treat you right, yeah. Soon as I saw you, I knew it's never. Ja, Leute, also es ist erschreckend, wie wenig frequentiert hier dieser Katzenpfad im Winter ist, wenn da Schnee liegt. Also wirklich nur eine einzige Person getroffen
Und da war, glaube ich, gar nicht wandern, da war einfach nur in der Nähe einer Ortschaft ein bisschen rumlaufen, so wie es aussah. Jetzt muss ich aufpassen, hier geht's rechts. Jawohl. Also da könnte man hier einen Herzinfarkt, Schlaganfall, sonst was bekommen, umknicken, sich einen Fuß brechen, irgendwas. Ich glaube, dann würde man am selben Tag gar nicht mehr gefunden werden in den letzten paar Stunden, wo es noch hell ist. Also dann vielleicht erst am nächsten Tag. Ja, da muss man schon überall aufpassen. Denn anders wie eben im Feldberg, wo dann sich doch die Leute tummeln wie verrückt, weil sie eben auch mit der Bahn hochfahren können. Hier geht dann doch kaum einer in den Wald, um ja, Trailrunning zu betreiben oder ein bisschen wandern, Nordic Walken. Also wirklich überhaupt nicht begangen, diese Pfade hier rund um Schramberg und Hart. Da an der Ruine Berneck, wo ich vorhin war, keine Menschenseele. Ja, ganz alleine, aber so ist es auch schön. Es hat Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wie ihr seht, wieder ein schöner Trail. Also da gefällt mir die Strecke schon wirklich sehr gut. Sehr abwechslungsreich, aber eben auch mit saftig Höhenmetern gespickt, eben um die 600 hat sie auf jeden Fall. Und das über 12 Kilometer. Ja, bei mir werden es wohl eher 13 heute, weil ich mich ja da ein, zweimal kurz verlaufen habe. Aber so tut man eben was für seine Fitness, auch im Winter. Puh, ah, hier geht es aber auch wieder mächtig nach oben. Eine richtige steile Rampe hier mitten im Wald. Aber ich bin korrekt unterwegs hier. Die Markierung war dran. Oh. Und dann noch mit diesem verschneiten Untergrund umso mühsamer. Hier sich über Gesteine und Wurzeln nach oben zu kämpfen. Ja, das pfeffert richtig rein hier, aber ordentlich. Ganz anders wie zu Hause, entspannt auf der Couch zu liegen und alle Viere von sich zu strecken. Puh. Mächtig steil. Zauberhaft, diese eingeschneite Winterlandschaft, traumhaft.
Und unter diesem weißen Schneekleid bekommt die Natur natürlich hier auch ein ganz anderes Gesicht. Alles so schön eingehüllt. Macht natürlich einen ganz anderen Eindruck. Also wenn man hier völlig freie Sicht auf den Boden hat. An vielen Stellen ist es auch ziemlich matschig von Pfützen oder von Regengüssen, die noch darunter liegen aus den letzten Tagen. Viele Steine, die hier aus dem Boden rausragen, macht das Ganze natürlich auch nicht einfacher, da drüber zu gehen. Aber ein herrlicher Pfad. Eine einzige leicht eingeschneite Fußspur jetzt noch vor mir hier. Eben ein richtiges Abenteuer. Und bei diesen kühlen und frostigen Temperaturen, da wird der Schnee sowieso nicht so schnell schmelzen. Wenn es dann nachts mal hier minus 2, minus 3 hat oder noch mehr Minusgrade. Tagsüber kommt es auch aus dem Plusbereich kaum raus. Oder über den Gefrierpunkt wirklich nur wenige Grade über Null. Da bleibt das Ganze erstmal hier eine Weile liegen. Ah, ist jetzt fast so der schönste Abschnitt vom gesamten Katzenpfad. Verläuft hier auch relativ auf einer Ebene, ohne viel bergauf, bergab. Gefällt mir echt prima. Schön, wie die Schuhe im Schnee knarzen hier. Ja, da vorne wird man wieder einen weiteren Ausblick haben über eine Wiese, die jetzt nun eingeschneit ist. Schaut euch mal das an, wie die Zweige hier unter der Last des Schnees schon nach unten kippen. Ich schätze, es sind noch gut 2,5 Kilometer, bis ich dann wieder zurück angekommen bin in Hart an diesem kleinen Wanderparkplatz.
Hier wieder das Hinweisschild mit dem Katzenpfad. Ha, eine richtige Freifläche hier. Ganz da vorne wieder Schilder. Jetzt bin ich wieder hier angekommen in der Nähe der Tischlerei. Hier bin ich ja vorhin erst von hier unten hochgekommen. Und dann ging es hier vorne gleich wieder rechts weiter auf der Originalstrecke des Katzenpfades. Und somit geht es jetzt nur noch hier runter. Eine Zimmerei ist es, eine Zimmerei. Und die letzten paar hundert Meter noch runter bis zur Straße, wo der Parkplatz ist. Und dann ist die Tour auch im Kasten. Und damit verabschiede ich mich gleich mal von euch. Sag danke fürs Dabeisein bei dieser leichten winterlichen Tour. Viel im Schnee rumgelaufen, an diesen Ruinen vorbei zum Teil. Ja, bleibt fit, bewegt euch, geht raus, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Und tschüss.